Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Finanzmarktrunde am 16. Mai 2018, die man unter die Überschrift stellen könnte: Der Tanz nicht ums goldene Kalb, sondern um goldene 13.000. Lieber Franz-Georg Benner, mein Gast und mein Co-Moderator heute. Franz-Georg, das hatten wir schon lange nicht mehr, dass der DAX wirklich um eine runde Marke, um ja, über Tage hinweg rumeiert. Das ist ja wirklich fast nicht mehr zu machen. Ja, ich hoffe, du bist noch da. Du bist gerade irgendwie tonmäßig ziemlich weg, aber stimmt. Der DAX kann sich nicht so recht entscheiden, was er jetzt an der 13.000 machen soll. Und das ist ja nicht nur eine runde Marke an sich. Ihr wisst es ja, Psychologie spielt ja an der Börse auch mal eine ganz wichtige Rolle. Bei 13.000 sind wir jetzt wieder angekommen, sondern man muss ja auch wissen, der DAX ist jetzt wieder auf dem gleichen Niveau, wo wir auch schon zum Jahreswechsel standen. Und es gab doch einige, die gesagt haben, na komm, 2018, die Weltkonjunktur läuft weiterhin gut. Ich gehe schon mal gleich zu Jahresbeginn voll in den Aktienmarkt rein, erhöhe meine Aktienquote auch. Das haben auch viele Fondsmanager gemacht. Und dann gab es ja hier so im Februar, Ende Januar, Anfang Februar eine böse Überraschung. Der DAX ging ja dann von 13,4 mal auf 11,8 nach unten, beziehungsweise 11,9. Also da wurden dann noch viele auf den falschen Fuß erwischt. Jetzt haben wir eine schöne, kräftige Erholung gesehen seit Anfang April und sind wieder auf dem gleichen Niveau wie zu Jahresbeginn. Da könnte sich jetzt auch der ein oder andere einfach mal sagen, na gut, also ich bin jetzt mal mit dem blauen Auge davongekommen. Diesen Rücksetzer hatte ich nicht gesehen im Januar, Februar. Jetzt bin ich wieder auf Einstandsniveau und dann gehe ich mal lieber aus dem Markt raus. Jetzt kommt ja auch noch so ein bisschen diese ganze Sell-in-May-Geschichte, also diese schwierigen Börsenmonate, die wir im Sommer haben. Und das führt einfach dann auch dazu, dass wir hier etwas stärkeren Angebotsdruck noch haben, weil einfach Leute sagen, naja gut, jetzt habe ich das doch ganz gut überstanden und den Risiken, die wir jetzt alle haben, und da gibt es ja eine ganze Menge, nicht nur geopolitischer Art, von den Zinsen, Italien, ja, dass die Berichtssaison in Deutschland auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei gewesen ist. Dass wir in den USA auch sehr hohe Erwartungen hatten an die Berichtssaison, die übererfüllt wurden. Aber was soll denn jetzt noch kommen? Dann gehe ich doch jetzt mal raus. Deshalb ja, dümpelt der DAX jetzt an der 13.000er-Marke und hat eigentlich aus technischer Sicht einige wichtige Hürden genommen. Aber man muss ja auch immer ein bisschen in die Zukunft schauen. Und das werden wir gleich sicherlich ausführlich dann besprechen, dass man eben auch über den Tellerrand blicken muss und nicht nur auf den DAX, sondern eben auch noch andere verschiedene Einflussfaktoren. Und da hast du schon das Richtige aufgelegt. Bella Italia wird Ja. uns, denke ich mal, noch einen heißen Sommer bescheren. Ja, in der Tat. Ich habe ja eben schon im Vorgespräch gesagt, ich bin hier in Porto und man kann besichtigen und förmlich greifen, dass die Krise hier immer weiter zurückgeht. Vor 2 Jahren in Lissabon war das zum ersten Mal so etwas spürbar. Lissabon wird ja auch so neben Berlin die zweite Startup-Hauptstadt in Europa immer mehr. Ich hoffe übrigens, ich bin jetzt gut zu hören. Also mein Audiosignal sagt voller Empfang. Ja, in Lissabon war das schon etwas zu sehen, in Porto ist es jetzt auch zu spüren. Madrid, wo ich vorgestern noch war und auch mit Leuten gesprochen habe, die da in Lohn und Brot sind und dort arbeiten, sagen, Stimmung merklich verbessert, Arbeitsmarkt verbessert. Das kann man auch an den Statistiken sehen. Jugendarbeitslosigkeit in Spanien zum Beispiel ist noch hoch, aber die Arbeitslosenzahl generell sinkt ja recht schnell. Und auch den Bankenmarkt in Spanien haben sie ja etwas in den Griff gekriegt. Ganz anders als die Italiener, die ja, wenn man sich das anguckt, BIP im Vergleich 2008, 2009 zu jetzt kaum Fortschritte gemacht haben, beziehungsweise auf niedrigstem Niveau verharren, keine Reformen hingekriegt haben. Ja, und jetzt kommt fünf Sterne und also Linksaußen und Rechtsaußen daher und der gemeinsame Nenner scheint so sein, dass man gerne 250 Milliarden Euro Schuldenerlass hätte. Und die EZB das übernehmen soll. Und jetzt könnte ja was Paradoxes passieren, dass nämlich die Märkte in Unruhe geraten, die Zinsen in Europa steigen, Franz-Georg, und dann hättest du als Italiener natürlich komplett das Gegenteil erreicht von dem, was du willst, nämlich du verlangst eigentlich, dass du finanziell entlastet wirst aber dann umso mehr belastet, weil deine Zinslast steigt. Das heißt, die sollten sich auch im Wording überlegen und gut überlegen, ob sie das, was ihnen eigentlich ihr Landskamerad Mario Draghi beschert hat, nämlich niedrige Zinsen, ob sie das verbal wieder einreißen. Das wäre nämlich ein typisches Beispiel dafür,
dass immer alle drauf schimpfen, wie das Wording und wie die Verhaltensweise von Mario Draghi war. Aber da muss man sagen, würden unsere Politiker und auch vor allem die in Italien hinbekommen, sich so gut zu äußern, wie einst Draghi in diesem Sommer, als er gesagt hat, whatever it takes, und mit eigentlich drei Worten die Krise erstmal verschoben hat oder teilgelöst hat, das wäre schon ganz schön dolle. Ich weiß gar nicht, wo war das damals? War das in London? Auf jeden Fall nicht in Ja. Frankfurt. Das war London, ne? Genau. Ja, also das könnte jetzt teuer werden bei den Italienern, und damit sind wir auch schon bei den Risiken. Wir gucken da gleich mal auf den Gesamtmarkt, wie sich das darstellt. Ich habe ja im Vorhinein schon mal die Vola gezeigt, gucken wir gleich auch noch drauf. Die ist massiv runtergekommen und jetzt auf so einem Niveau hat sie sich eingependelt, das eigentlich von der Vola her eher Aussteigen aus dem Markt signalisiert, so bei 14 im VDAX New. Und mir fielen zumindest vier Gründe ein. Punkt 1, die Italiener. Punkt 2, steigende Zinsen. Punkt 3, Inflation. Ja, man könnte sagen, Punkt 3b, der damit einhergehende Ölpreis, beziehungsweise ölpreisbedingt Inflation. Und an 4, dass Firmen, die gute Ergebnisse berichten, aber nicht überragende Ergebnisse, dann mit einem Sell und Good News abgestraft werden. Mir fallen da Merck ein, mir fallen da Adidas ein. Sicher hätten wir noch einige weitere Firmen, die da in die Bredouille kamen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich der Markt da in den nächsten Wochen entwickelt. Es wären wirklich genug Argumente da, die dann bei 12,6, 12,5, 12,4 nachgereicht werden könnten, die jetzt bei 13.000 schon evident da sind. Und dann leite ich zu dir über, Franz-Georg, Punkt 5. USA gefällt mir auch als Taktgeber nicht so besonders gut. Wenn ich auf die Nasdaq gucke, könnte so ein dreifaches Top sich ergeben. Nvidia schwächelt so ein bisschen. Auch manche andere, so abgesehen von vielleicht Amazon und Facebook und Apple, kommen etwas ins Trudeln. Sehr, sehr viel Spannung. Und damit würde ich den Bildschirm mal rübergeben. Vielleicht kannst du mal deine drei Lieblingskrisencharts zeigen zu Beginn, oder einfach das, was du an Brio zu bieten hast. Okay, fangen wir mal an. Also gehen wir mal eben in die Konjunkturbox rein, hat es ja schon gesagt. Nur zur Erinnerung, in Europa sind ja die Konjunkturdaten zuletzt wirklich reihenweise schlechter ausgefallen als erwartet. Commerzbank sprach, glaube ich, sogar schon von einer Wachstumsdelle. Wir hatten jetzt im Q1 in Deutschland ein Wachstum von 0,3% nur noch gehabt. Auch andere Stimmungsindikatoren, ihr habt es mitbekommen, der IFO-Index ist jetzt schon einige Monate hintereinander gefallen. Wir kennen das, er hat nach oben übertrieben, hat jetzt eine Wendeformation vollführt. Hier einfach mal das Bild der Konjunkturdaten in den USA. Mein Lieblingsindex, der Citigroup Economic Surprise Index, hält sich genau an den Fahrplan, den wir eigentlich auch in den letzten Finanzmarktrunden euch auch aufgezeigt hatte. Wir sind hier oben angekommen. Das ist ein schöner Indikator, der immer auf und abwärts schwankt. Das ist ja auch ganz normal. Hier oben sind die Analysten extrem optimistisch und sagen, ja, die Konjunktur wird weiter brummen. Dann werden die Erwartungen hochgeschraubt. Die Wirtschaft kann das dann nicht mehr übertreffen. Es kommt zu Enttäuschungen. Das Ganze geht wieder nach unten. Und ich gehe davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten die US-Konjunkturdaten auch enttäuschen werden. Also der Index hier nach unten taucht und es dann auch wieder natürlich zu größeren Unruhe kommt, ne? Weil einfach die Wirtschaftsdaten das nicht mehr hergeben. Und dann ist es natürlich in einem Umfeld, wo sowieso schon sehr hohe Erwartungen sind an die künftigen Gewinne, die die US-Unternehmen abliefern werden, sollte es schwierig werden, dass diese die dann überhaupt noch erfüllen. Das haben wir jetzt im Q1 noch gesehen, dass 70, 75, knapp 80% der Unternehmen bei den Umsätzen und den Gewinnen tatsächlich über den Erwartungen auch reingekommen sind. Aber diese hohen Erwartungen haben die Analysten auch für Q2, Q3 und Q4, ja, für das Gesamtjahr 2018 veranschlagt. Wenn jetzt hier die Konjunkturdaten nach unten knicken und gleichzeitig die Dollaraufwertung anhält, dann ist das für die US-Unternehmen eine ziemlich ungünstige Ausgangslage, gerade natürlich für die Exportunternehmen, denn das ist ja immer so ein bisschen das Spiegelbild, ne? Im Augenblick profitiert der DAX so ein bisschen davon und zeigt eine Outperformance gegenüber den US-Indizes, einfach weil der Euro gespielt wird, ne? Der ist auf Jahrestief gefallen, hält sich auch so an das, was wir gesagt haben, von der 1,20, 1,23er Region war erstmal Mauer gewesen. Davon geht es jetzt nach unten. Das ist positiv natürlich für die exportorientierten europäischen Unternehmen, gerade natürlich auch für den DAX, der zuletzt aufgeholt hat. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, in den USA trüben sich damit natürlich dann wiederum die Perspektiven ein für die US-Unternehmen, denn die haben dann einen stärkeren Dollar.
Und deshalb sehe ich hier gerade auch aus der Bewertungssicht sehr, sehr vorsichtig, ob die Unternehmen in den kommenden Quartalen, und das ist ja letztlich auch entscheidend, überhaupt noch diese hohen Erwartungen dann erfüllen können. Und von der Bewertungsseite her, gerade natürlich dann die Technologieaktien, sollte man da engmaschig im Blick behalten, denn die haben natürlich noch die höchsten Bewertungen im Augenblick. Und da muss man dann genau hinschauen. Ich habe hier euch mal den Nasdaq 100 mitgebracht, eigentlich so ja, das wichtigste Barometer im Tech-Segment. Übrigens nicht nur für den Tech-Segment selbst, sondern wichtig natürlich auch für den S&P 500 zum Beispiel. Die Gewichtung der Technologieaktien im S&P 500 liegt im Augenblick schon so bei 23, 24%. Also sehr, sehr hoch. Ja, hat eine viel größere Bedeutung als zahlreiche andere Sektoren zusammen. Und sollte es hier eben dann mal rumpeln, dann färbt das natürlich auch auf die großen Standardindizes, also den S&P und den Dow ab. Und das ist dann ein weiterer Risikofaktor. Nun, was wir hier sehen im Nasdaq 100, ist eigentlich auf den ersten Blick alles noch Sonnenschein. Ja, wir haben eine steigende 200-Tage-Linie und hier einen intakten Aufwärtstrend vorliegen. Soweit gut. Aber ihr seht es hier, bei 7.000, 7.200 Punkten hatten wir zuletzt auch mehrfach Probleme gehabt. Ein erstes Hoch hier bei 7.000, dann hier oben ein höheres Hoch bei 7.200 und jetzt ein kleineres Hoch hier nochmal bei 7.000. Hat so ein bisschen den Charakter übrigens einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich hier ausgebildet werden könnte, muss man sagen. Was nicht so ganz dazu passt, ist hier unten die Umsatzentwicklung. Wer es genau wissen will, in der linken Schulter sollten die Umsätze am höchsten sein, am Kopf ein bisschen geringer und in der rechten Schulter dann nochmal deutlich abflachen. Das sehen wir hier noch nicht. Dennoch ist es auch letztlich egal, was das für eine Formation ist. Klar ist, sollte der Nasdaq 100 hier unter 6.200, 6.300 Punkte fallen, dann ist das hier oben einfach eine obere Wendeformation. Ja, meinetwegen Dreifachtop. Das kann man auslegen, wie man will. Die Technik zur Bestimmung eines Kursziels ist dann immer gleich. Man nimmt hier unten das Tief, geht hier oben, misst das bis zum Hochpunkt und dann haben wir ungefähr eine Strecke von 15%. Die projiziert man dann auf den Ausbruchspunkt nach unten. 15% nach unten abgetragen würde uns zu einem Ziel von 5.200 Punkten ungefähr im Nasdaq 100 Index führen. Ja. Das Ganze wird dann aktiviert, wenn wir, wie gesagt, hier unten diese Tiefpunkte unterbieten sollten. Dann wird hier doch diese obere Umkehrformation dann auch final. Was mir nicht gefällt, ganz einfach neben der Tatsache, dass wir hier nicht über die 7.000, 7.200 ausbrechen, ist vor allen Dingen die Tatsache, dass wir in den vergangenen Tagen sehr großen Anteil der Umsätze ging nur in den Fangaktien. Also eine Facebook, Netflix, Microsoft, Alphabet, Apple, da spielte eigentlich umsatzmäßig richtig die Musik drin, während hingegen diese ganzen anderen Aktien, sagen wir mal so ungefähr 95 andere Werte im Nasdaq 100 hatten eigentlich nur relativ schwache Umsätze gehabt. Da spielte nicht mehr wirklich ja, das Volumen eine Rolle, sondern nur noch die großen Werte. Darauf konzentrierten sich die großen Akteure eben auch. Und wenn man hier mal vergleicht, hier unten mein Lieblingsindikator zum Vergleich, Nasdaq 100 gleichgewichteter Index, in dem jede Aktie mit einer gleichen Gewichtung in die Indexberechnung reinfließt, dann ist die Lage nach wie vor nicht zufriedenstellend. Seit Anfang 2017 legte dieser gleichgewichtete Index um knapp 30% zu und der Nasdaq 100, wie wir ihn kennen, um mehr als 40%. Das ist doch eine relativ deutliche Differenz, die darauf hindeutet, dass einfach die großgewichteten Aktien den Gesamtmarkt mittel- bis langfristig betrachtet nach oben geführt haben. Sollte es da zu Problemen kommen, und das haben wir zuletzt ja auch schon mal gesehen mit dem Facebook-Skandal, ne, was auch immer da ankam. Diese großgewichteten Aktien sind einfach ein Klumpenrisiko für den gesamten amerikanischen Aktienmarkt. Und gibt es da dann Probleme, ziehen sich da Investoren zurück, dann schlägt das sofort über auf den Gesamtmarkt. Und wir haben hier schon die Tendenz, dass einfach die Breite des Gesamtmarktes nicht mehr stimmt, sondern sich der ganze Handel oder sagen wir mal Großteile des Handels nur noch auf wenige Aktien konzentriert. Übrigens hier unten, das ist die relative Performance zwischen beiden. Ihr seht es, die Bedeutung dieser Fangaktien hat in den vergangenen Wochen nochmal deutlich zugenommen und damit eben auch das Klumpenrisiko. Hans-Georg, ich will dich mal kurz unterstützen mit ein paar Zahlen, die das untermauern. Und zwar die Einjahresperformance im Nasdaq. Wenn man sich mal anguckt, welche Aktien auf ein Jahr mehr als 50% zugelegt haben, dann sind das 10 Aktien. Und zwar will ich die mal kurz nennen, weil das sehr wichtig ist, auch wegen der Marktkapitalisierung. Auf Rang 10 ist Intel, die kosten 213 Milliarden Euro.
Plus 52%. Dann kommt Wynn Resorts, die sind etwas kleiner. Dann kommt PayPal, kosten knappe 80 Milliarden Euro, 56% zugelegt. Dann kommt mit Take-Two ein kleiner Konzern wieder, 10 Milliarden wert. Dann kommt die Amazon, plus 65%, kostet 645 Milliarden Euro. Dann Adobe plus 72%, 100 Milliarden. Nvidia plus 83%, 125 Milliarden. Micron Technology 95% plus 50 Milliarden. Netflix plus 105%, 120 Milliarden Euro mittlerweile schon wert. Und auf Nummer 1 Allergan Technology aus dem Pharmabereich, die hat 110% hingelegt, kostet nur in Anführungszeichen 20 Milliarden Euro. Man sieht aber schon unter diesen 10, dass da richtige Schwergewichte drin sind, wie du sagst, und vor allen Dingen eben auch Teile der Fangaktien und eben auch als Klumpen die Amazon mit ja, 650 Milliarden Euro und der Frage, wird das auch der erste Billionenkonzern, was ja in Euro natürlich, in Euro, sage ich, in US-Dollar, aber Billionen im europäischen Sinne gemeint. Das ist eben das, was sich da zeigt. Und selbst wenn man ein Stück weiter runterguckt, selbst eine Microsoft, gute alte ja, Industrie, muss man ja fast schon sagen, Technologieindustrie, plus 42%, kostet ja genauso viel wie die Amazon, also bis auf ein paar Milliarden, will ich mal sagen, 635 Milliarden. Und da nimmt sich beinahe schon, wenn man ein bisschen googelt, die Facebook mit plus 22% auf ein Jahr und die Apple mit plus 20 gering aus. Also, das wird technisch von den Datenseite gestützt, was du sagst, und macht dann eben den Nasdaq umso anfälliger. In der Tat. Wenn man es jetzt positiv interpretieren wollte, könnte man sagen, naja, die starken Aktien, die Fangaktien sind so hochgewichtet und sind so bockstark. Der Index kann ja gar nicht nach unten, weil die will ja jeder haben. Das wäre die andere Seite der Argumentationskette. Aber ich glaube, 2015 im Sommer, Franz Georg, war das, da haben wir gesehen, auch diese Aktien können einen guten Rücksetzer immer mal erleiden. Und damals war das der Ausgangspunkt im Sommer. Ich glaube, es war 2015, als es dann doch mal merklicher nach unten ging. Genau, eben. Das ist einfach das Risiko. Und wer sich jetzt mit solchen gleichgewichteten Indizes und so weiter gar nicht beschäftigen möchte und sagt, das ist viel zu kompliziert, dann kann es auch viel einfacher machen. Ich bin eigentlich kein Fan des Dow Jones, weil er letztlich nicht ein wirklich gutes Abbild ist des breiten amerikanischen Aktienmarktes. Ich schaue eigentlich auf den S&P 500, da habe ich dann wirklich auch alles drin. Dennoch, man muss im Augenblick klar sagen, der Dow Jones bietet doch die klaren Handelsmarken, wenn ich jetzt zum Beispiel bei US-Indizes traden möchte, und ich habe euch das hier einfach schon mal vorbereitet, worum es da geht. Finde ich sehr, sehr schön im Augenblick. Wir sehen eigentlich auch hier im langfristigen Bereich sieht das noch gut aus. Ich will hier auch nicht zu sehr den SOS-Knopf schon drücken. Ja, ihr habt hier einen intakten langfristigen Aufwärtstrend ebenfalls vorliegen, eine steigende 200-Tage-Linie. Der Index handelt auch deutlich über der steigenden 200-Tage-Linie. Das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Dennoch, man muss ja auch immer so ein bisschen schauen, wie waren so die vergangenen Monate gewesen. Hat der Index noch das gleiche Anstiegstempo oder kommt es hier schon mal zu einer Atempause? Und hier haben wir jetzt doch schon die Tendenz vorliegen, dass wir seit dem Rekordhoch so eine kleine Serie von fallenden Hochpunkten haben. Also Erholungen wurden immer früher auch zum Ausstieg genutzt. Ja, Erholungen wurden nicht mehr gekauft und führten zu neuen Hochpunkten, sondern ein Umdenken am Markt hat stattgefunden. Und das ist hier so ein kleines charakteristisches Merkmal, aber eben auch, dass größere Adressen sukzessive versuchen, in Erholungen ihre Bestände langsam abzubauen. Ja, das sind die Kapitalumschichtungen, die da stattfinden. Sieht man sehr schön auch an den großen Hochpunkten, zum Beispiel im Jahr 2007, 2000 auch ansatzmäßig. Gibt es viele Beispiele für. Und so ein bisschen hat das die Tendenz hier. Ja. Es muss man klar sagen, noch kein klares Verkaufssignal, was hier vorliegt in den USA beim Dow Jones. Dennoch, ihr seht es hier im ersten Widerstand, den wir auch in der letzten Erholung hier vor wenigen Tagen noch nicht rausgenommen haben, 25.000, 24.900. Ne. Diese Barriere hier hat wieder gehalten. Damit setzt sich wieder die Tendenz fort, dass wir kein neues Hoch ausgebildet haben. Also wieder ein kleineres Schwächesignal auch gegeben. Wir können uns hier nicht mehr von der 200-Tage-Linie so oben nach oben hin absetzen. Und damit wird natürlich auch die Luft nach unten etwas dünner. Ne? Fällt der Dow Jones unter die 200-Tage-Linie, könnt ihr euch vorstellen, geht das sofort in die Schlagzeilen rein, Dow unter der 200-Tage-Linie, Achtung, großes Warnsignal, psychologisch schlecht.
Wirklich kritisch wird es dann, wenn wir hier unter die Tiefpunkte seit Jahresbeginn fahren. Die kann man relativ genau definieren, so 23.340, das ist so die Schlüsselmarke beim Dow Jones. Dann ist auch der langfristige Aufwärtstrend hier gebrochen. Dann ist der Dow relativ deutlich und wohl auch nachhaltig unter die 200-Tage-Linie gefallen und dann eben auch auf ein neues Verlaufs- bzw. Jahrestief. Das wären alles hinreichend sichere Signale, dass wir in den USA vor einer größeren Korrektur dann auch stehen. Also so unter 23.300 sollte man sich dann etwas wärmer anziehen. Ich finde, im Augenblick ist eigentlich so, wer so ein bisschen gerne auch antizyklisch unterwegs ist, Put-Optionsscheine auf den Dow Jones sehr reizvoll. Ne? Wir sind jetzt hier nochmal mit der jüngsten Erholung ein bisschen hochgekommen, aber haben das nicht mehr rausgenommen. Also zur Absicherung noch ganz gut im Augenblick. Wer jetzt sagt, ich bin aber trotzdem amerikanischer Bulle, denke, dass die Aktienmärkte weiter reingehen, der sollte zumindest mal abwarten, dass der Dow hier über 25.000 per Tages, noch besser per Wochenschluss noch klettert. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier noch eine schärfere und deutlichere Rallye sehen, weil sich einfach das gesamte fundamentale Umfeld in den USA zu ändern beginnt. Ja, wir haben vor allen Dingen, damit muss ich auf die Zinsen zu sprechen kommen, hier eine deutliche Veränderung. Ihr seht hier schon mal die Entwicklung der Zinsstrukturkurve in den USA über die verschiedenen Laufzeiten. Und wir hatten jetzt in den vergangenen Tagen eben erstmals wieder seit wirklich sehr, sehr langer Zeit die Situation vorliegen, dass 3-monatige amerikanische Staatsanleihen mit knapp 2% genauso viel abgeworfen haben, wie Dividendenrendite der S&P 500 bietet. Der liegt nämlich auch ungefähr bei 2% die Marke. Das heißt also, selbst schon hier für kurzfristiges Geld, wenn ich das den USA leihe, bekomme ich die gleiche Verzinsung. Ganz zu schweigen übrigens hier von den längeren Laufzeiten im 10- und 20-, 30-jährigen Bereich, da sind wir schon jenseits der 3%-Marke. Das ist schon, und ihr seht es hier auch, diese Zinsstrukturkurve verflacht sich zunehmend. Ja, es gleicht sich an. Kurzes Ende, langes Ende. Und das führt zu dieser besonderen Situation, die sich hier im Chart nochmal widerspiegelt, eben sehr schön, dass ich am Anleihemarkt einfach im Augenblick schon ja doch attraktive Zinsen geboten bekomme. Und damit eben dann noch überlege, das zusätzliche Risiko, das ich am Aktienmarkt eingehe, mit den Kursschwankungen und so weiter, werde ich dafür eigentlich noch entlohnt. Und da stellen sich jetzt doch bei zunehmend mehr Investoren auch die Frage, das Risiko gehe ich eigentlich nicht mehr ein. Der Aktienmarkt ist nach dieser langen Zeit eigentlich schon sehr gut gelaufen. Es ist alles eigentlich eingepreist. Das hatte ich gerade eben gesagt, hinsichtlich der Bewertungsperspektiven eben auch. Und deshalb dreht sich hier diese Situation, zum Beispiel hier dargestellt, rote Linie, das sind die einjährigen US-Staatsanleihen, auch schon über 2% gestiegen, S&P 500 Dividendenrendite, die blaue Linie, erstmals eben seit 2008, dass hier der Aktienmarkt eine geringere Verzinsung bietet. Ne? Und das ist gerade so für große Investoren, die ja letztlich auch den Markt lenken, eine wichtige Veränderung, die hier stattgefunden hat. Die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich gehe schon davon aus, dass die Zinsen in den USA noch weiter zulegen werden, weil ganz einfach sich der Markt damit anfreundet, dass wir auch weiter steigende Leitzinsen sehen werden. Ich weiß, das kann sich sehr schnell ändern, immer diese Wahrscheinlichkeiten, aber nur noch mal der Hinweis darauf, wir haben inzwischen schon eine Wahrscheinlichkeit von 45%, dass es 4 Leitzinserhöhungen der Fed in 2018 geben wird, und zwar im Dezember nochmal. Das ist hier farblich nicht so schön dargestellt. Diese schwarze oder dunkelblaue Linie, die ist zuletzt immer weiter gestiegen. Der Markt bereitet sich zunehmend darauf vor und preist ein, dass wir sogar 4 Leitzinserhöhungen sehen werden. Und es stellt sich damit eben auch immer mehr die Frage, ja, wie viele Zinsschritte kann überhaupt die amerikanische Konjunktur noch vertragen? Und das haben wir in den letzten Finanzmarktrunden euch auch immer wieder gezeigt. Die amerikanische Notenbank kommt eigentlich immer zu spät mit ihren Leitzinserhöhungen. Es folgte wirklich in den Jahrzehnten fast immer auf eine Serie von Leitzinserhöhungen eine Rezession. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir eben dann 2019 in den USA auch eine Rezession sehen, weil einfach hier auch diese ganze Steuergeschenke, was wir durch Donald Trump bekommen haben, zur vollkommen falschen Zeit gekommen ist, dadurch die Konjunktur jetzt nochmal so einen richtigen Boost bekommen hat. Und dieses hohe Niveau kann die amerikanische Konjunktur und die Wirtschaft eigentlich 2019 kaum noch übertreffen. Und deshalb werden dann wohl wahrscheinlich, denke ich mal, die Wachstumsraten auch nach unten gehen und wir uns eher mit einer schrumpfenden Wirtschaftsentwicklung auseinandersetzen müssen. Das zumindest mal im Hinblick eben auf die USA, dass sich diese Zinslandschaft eben deutlich verändert und dass die gravierende Auswirkungen auch haben kann. Das sehen wir jetzt ja auch schon, zum Beispiel eben auch in der Entwicklung eben der Währungsverhältnisse. Da krätsche ich Was? rein.
Boah, schade, spannend. Ja, nee, genau spannend. Und ich wollte dir das exakt ergänzen, Franz Georg, denn du hast jetzt eine große Herausforderung von mir, nämlich auf der Währungsseite. Und ich gebe auch gleich wieder an dich zurück, aber wir hatten ja bei 1,25 den Euro Short empfohlen, auch bei Feingold Research mit den entsprechenden Produkten. Ich habe euch gerade parallel auf Feingold Research einen ganz, ganz kurzen, es ist kein Artikel, es ist eher ein Hinweis eingestellt, dass man vom Sentiment und von allem von meinem Sentiment her jetzt wieder die Gegenposition nehmen kann, antizyklisch und zwar pro Euro und zwar weniger mit der Zinsseite begründet als mittelfristig mit der Annahme des Wirtschaftswachstums und der Stärke der Volkswirtschaften. Deswegen sage ich jetzt, unterhalb der 1,18 ist es keine Zeit mehr, den Dollar long zu gehen. Guckt euch jetzt wieder den Euro an. Warum? Beispielsweise heute Nachmittag, Häuserdaten USA, die waren heute Nachmittag ziemlich schwach. Wir haben da kein Wachstum mehr. Guckt auf diese Signale. Ich habe dem Egmont bei uns aus dem Team auch gesagt, Egmont macht gern mal schon mal den ersten Artikel fertig zum US-Häusermarkt. In einem halben, dreiviertel Jahr werden da viele drüber sprechen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Argument. Und auch im Majondo-Gasdepot bin ich eben den Euro long gegangen, wohlgemerkt. Und ich knüpfe da noch an die Frage an von Thomas, der gefragt hat, meint ihr, es könnte einige Monate ein Stück runtergehen, speziell USA-Tech-Werte? Thomas, sehr gute Frage und ich lehne mich gleich passend aus dem Fenster. Nasdaq knapp bei 7.000. Mein Mindestkorrekturziel für die nächsten 18 Monate 6.000 Punkte. DAX ist bei 13.000, Mindestkorrekturziel, das Tief von vor ein paar Wochen bei 11.8 eher drunter. Davon gehe ich aus. Dow Jones minus 15% vom aktuellen Stand, Korrekturziel. Weitere Indizes werden wir euch bestimmt in den nächsten Wochen noch beschreiben. Ich untermauere nochmal, was ich letzte Woche schon gesagt habe, als wir im Grunde am gleichen DAX-Stand waren. Chance-Risiko-Verhältnis für mich in den Aktienmärkten, ich sage es nochmal ganz deutlich, war bei 11,57, 11,8, als wir da volamäßig ganz oben waren, 80,20 pro Aktien. Habe ich hier gesagt, ist zum Glück auf Band. Jetzt sage ich 20,80 gegen Aktien. Ich würde auf diesem Niveau nicht mehr reingreifen. Es gibt noch etliche weitere Titel, die ich ansprechen könnte, warum ich glaube, dass es teuer ist. Gibt nur ein Beispiel aus dem Tech-DAX. Guckt euch mal an, Wirecard. Notiert bei 15 Milliarden Marktkapitalisierung. Sehr, sehr gutes Geschäftsmodell, aber Kurs-Umsatz-Verhältnis Faktor 9. 9. Das ist nicht teuer, das ist sauteuer. Adidas im DAX ist mit Faktor 5 auf den Umsatz schon richtig, richtig, richtig teuer. In Krisenzeiten reden wir über ein Kurs-Umsatz-Verhältnis vielleicht von Faktor 2, sagen wir mal bei einer Adidas. Eher anderthalb. Es gibt noch etliche weitere Aktien, die richtig teuer sind. Deswegen guckt euch bei uns entsprechende Absicherungspositionen an. Nikolas hat da auch schöne Beiträge in den letzten Tagen live gestellt mit dem entsprechenden Werkzeug, feingoldresearch.com, einfach mal die Artikel durchgehen oder eben bei Ayondo in die Short-Seite wechseln. Es gibt ja zum Glück da das komplette Angebot. Und Franz-Georg, ich gebe an dich zurück mit dem Hinweis auf den Euro, der ja umso wichtiger ist, da wir überlegen müssen. Wir sind jetzt bei 13.000 im DAX. Guck gerade mal bei Ayondo ins Trade Hub rein, wo wir genau sind gerade. Moment mal. 13.012 und das bei einem Euro, der momentan bei 1 18,0 steht, wir waren schon bei 1,17,6 heute Nachmittag. Das heißt ja, der komplette, oder nicht der komplette, aber einiges an dem DAX-Antrieb der letzten Tage und Wochen ging ja auf den Euro zurück. Ja, also für mich, ich habe es bei NTV letzte Woche gesagt, montags früh, Pi mal Daumen, mindestens 300, 400 Punkte setze ich auf den Euro, weil da ja auch immer dann die Modelle drehen. Da drehen ETFs rein in den europäischen Markt, vor allem auch in den DAX, weil man sagt, okay, die Währung ist schwächer, das kommt den Unternehmen zugute. Wir hatten ja jetzt in den letzten Quartalsergebnissen auch schon gehört, der alte, höhere Stand des Euro dann im ersten Quartal hat einige belastet. Das wird dann natürlich getradet. Und jetzt aber, je stärker der US-Dollar wird, je höher wird für mich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dollar-Rallye kurzfristig zu ihrem Ende kommt und das den DAX wieder belastet. So, das war jetzt viel kompakt und Franz-Georg, du zeigst das mal wie immer richtig schön in den Charts. Okay, also ganze Menge. Kommen wir mal eben auf diese ganze Anleihen- beziehungsweise eben auch Währungsgeschichte zu sprechen. Ich finde, man sieht einfach schon im weltweiten Finanzsystem, dass es ein bisschen instabiler wird, noch nicht bedrohlich,
aber auch dollarzentrierter. Dollarzentrierter meint einfach, wenn man den Dollarindex sich anschaut, also den Währungskorb gegenüber eben den wichtigsten anderen Währungen, er hat zuletzt auch relativ deutlich zugelegt. Wir sehen hier nicht nur einen Effekt gegenüber dem Euro, man handelt ja immer nur eine Währung, nicht Währungspaare, wenn es genau nimmt. Und wir sehen hier eben Euro, US-Dollar hat zum Beispiel klar Richtung Dollaraufwertung zuletzt gesehen, aber auch der Dollar hat gegenüber anderen Währungen aufgewertet. Also es gibt so ein bisschen eine dollarzentrierte Tendenz weltweit. Hängt einfach auch damit zusammen, dass in einigen Schwellenländern, das finde ich, das Thema wird im Augenblick noch viel zu wenig auch behandelt, doch schon die Lunte brennt. Ja, guckt euch mal an, türkische Lira stand sehr stark im Fokus, hat eine Abwertung von 25% gesehen. Brasilianische Real kam richtig kräftig unter die Räder. Der argentinische Peso 40% abgewertet seit Oktober vergangenen Jahres gegenüber dem US-Dollar. Das sind schon mal so drei Beispiele, wo man einfach sieht, so ein bisschen Stress ist im globalen System und Kreditsystem eben schon zu erkennen. Ganz einfach hängt das auch damit zusammen, dass in den vergangenen Jahren auch sehr viele Firmen sich in US-Dollar verschuldet haben. Ja, wir bewegen uns, ich gucke mal gerade, hier habe ich die Grafik, die ausländischen Dollarkredite liegen bei 11 Billionen Dollar. Ihr seht hier einfach mal die Entwicklung. Zahlreiche Firmen haben sich auf Dollarbasis verschuldet. Und wenn jetzt der Dollar aufwertet, dann wird es einfach schwierig für diese Firmen, ihre Kredite auch nochmal zurückzuzahlen, gerade eben in solchen Ländern, die jetzt schon angeschlagen sind. Stichwort zum Beispiel Türkei, Telekom Holding OTAS, so heißt die, oder Konglomerat Dogas, die mussten bei den Verbindlichkeiten schon Restrukturierungen anmelden. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das hier sich weiter zuspitzt. In Argentinien haben wir es auch schon jetzt eine Meldung bekommen, dass wir hier ja, Unterstützung wohl brauchen werden. Argentinien war ja sowieso schon Sanierungsfall gewesen. Das ist alles noch nicht dramatisch, aber es riecht so ein bisschen, dass die Schwellenländer Anleihen, ihr seht hier die Entwicklung der vergangenen Monate, schon noch etwas deutlicher jetzt unter Druck kommen. Das darf sich einfach nicht verschärfen. Sollten hier die Sache aufgefangen werden, zum Beispiel vom IWF oder anderen Institutionen, sieht das Ganze noch ganz okay aus, aber es kann sich eben auch weiter dann verschärfen, der Dollar aufwerten und dann gibt es eben aus dieser Richtung doch größere Probleme. Wir haben immer wieder mit Schwellenländerkrisen zu tun gehabt und ich denke, dieses Thema wird uns aufgrund eben dieser exzessiven Verschuldung der vergangenen Jahre, gerade in den Schwellenländern, auch noch weiter begleiten. Euro, US-Dollar, hast du gerade angesprochen, sind wir jetzt bei 1,18 angekommen und ist hier oben von diesem Widerstandsniveau 1,21 bis 1,25er Marke zunächst einmal abgeprallt, hält sich damit eben auch an den langfristigen Abwärtstrend, den es ja hier gibt. Ich hole mir eben den Wochenchart noch rein, da seht ihr das auch deutlicher noch. Das meint hier einfach diese Serie fallender Hochpunkte. Da sind wir zuletzt eigentlich ja, nahezu schon charttechnisch aus dem Lehrbuch genau dran gelaufen. Das war die falsche Linie, Freihand so. Das hier ist die entsprechende Abwärtstrendlinie und ihr seht, es eigentlich sehr schön getroffen. Also ich finde, Charttechnik funktioniert, wenn man sie richtig anwendet hier im Bereich der 1,25er Marke. Da ging es einfach zunächst einmal nicht dran vorbei. Dennoch, auch hier natürlich ist das jetzt ein erster Rücklauf gewesen. Kurzfristig ist Euro, US-Dollar kräftig überverkauft. Ja, ich schaue ja gerne auf die Differenz zum Beispiel zur 21-Tage-Linie. Das deutet zumindest mal auf Sicht von einigen Tagen bis ganz wenigen Wochen, ich würde mal sagen, höchstens so 2 Wochen, könnte es hier eine Gegenbewegung durchaus geben beim Euro, US-Dollar, die ich hier veranschlagen würde. Zunächst einmal mit einer Rückkehrbewegung hier an den alten Widerstandsbereich bei 1,20, 1,21. Hier ist noch die 200-Tage-Linie in dem Bereich. Das könnte durchaus mal noch passieren. Aber ich finde eigentlich übergeordnet in der Perspektive haben sich einfach die Aussichten für den Dollar doch deutlich aufgebessert. Vor allen Dingen, wenn ich mir die Zinsdifferenzen anschaue. Und das ist eigentlich ein Faktor, der hat sich mittel- bis langfristig immer an den Devisenmärkten durchgesetzt. Das Geld geht dahin, wo ich eine höhere Verzinsung bekomme. Und die Renditedifferenz zwischen den 10-jährigen deutschen und amerikanischen Staatsanleihen, habe ich euch hier in der Grafik einfach mal aufgelegt. Die ist in den vergangenen Tagen immer weiter auseinandergezogen. Wir sind jetzt hier auf dem Niveau und einer Zinsdifferenz von 2,4 Prozentpunkten. Das ist das höchste Niveau seit 1989, glaube ich. Ja, damit ist es für viele Investoren einfach lukrativ, in den amerikanischen Anleihenmarkt zu investieren, aus deutschen, letztlich auch europäischen Anleihen rauszugehen, die ja von der EZB nach wie vor künstlich unten gehalten werden. Und die EZB wird einen Teufel tun, irgendwelche Fantasien in Richtung
das Ende des Anleiheaufkaufprogramms oder sogar Zinserhöhungen oder sowas zu kommunizieren. Ganz einfach, weil die europäischen Peripherieländer, vor allen Dingen eben Italien, die ja mit 130% des BIPs verschuldet sind, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und sie sich schlichtweg nicht leisten können, mehr Zinsen zu zahlen. Also bleiben die Zinsen in der Eurozone unten. In den USA hatte ich gerade eben gesagt, 4 Zinserhöhungen für 2018 werden langsam eingepreist. Ob die tatsächlich kommen, steht auf einem anderen Blatt, aber die Zinsstrukturkurve verschiebt sich immer weiter nach oben. Der Zinsspread wird auseinandergehen. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei 2,4 Prozentpunkten. Damit werden amerikanische Anleihen attraktiver. Und wenn ich die haben will, brauche ich Dollar. Das stärkt die Dollarnachfrage. Letztlich führt dazu, dass der Dollar weiter aufwertet. Deswegen, ich bleibe dabei. Kurzfristig, ja, können wir nochmal eine Euro-Gegenbewegung sehen. Hier bis im Bereich 1,20, 1,21. Aber auf Sicht von Wochen und Monaten, gerade auch im Hinblick zum Beispiel auf die nach wie vor fast rekordhohen Positionierungen netto long auf Euro-US-Dollar, wo wirklich jeder darauf gewettet hat, der Euro wird über die 1,25 gehen. Die Jungs müssen ihre Positionen drehen. Das ist das Gleiche, was wir hier zum Jahreswechsel 2016-17 gesehen haben, wo jeder darauf gewettet hat, wir werden die Parität sehen. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Jetzt haben alle gesagt, der Euro wird weiter aufwerten, haben sich entsprechend positioniert. Die müssen alle ihre Position irgendwann drehen, wenn der Euro hier weiter abwerten sollte. Und deshalb gehe ich davon aus, wir werden irgendwann hier wieder in die Range zurückkehren, die wir schon kennen, beziehungsweise hier unten auf diese Unterseite von 1,04, 1,05. Wir haben vorgelagert natürlich noch weitere Haltemarken. Das ist hier zum Beispiel dieses alte Ausbruchsniveau noch, 1,14, 1,15. Das sind auch nochmal ganz gute Unterstützungen. Aber sollte sich die Tendenz fortsetzen mit dem Zinsspread und eben dem Abbau der Positionierungen am Terminmarkt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal einen Euro-US-Dollar sehen von 1,07 bis 1,08, 1,09 zum Ende des Jahres. Das ist durchaus möglich. Und das ist wiederum so ein Faktor, der natürlich den DAX dann in die Karten spielen könnte und der dann auch dazu führen könnte, dass wir diese Outperformance, die wir ja seit, ich glaube, Anfang März vor allen Dingen sehr deutlich gegenüber den US-Indizes sehen, dass sich die zunächst einmal fortsetzt, also eine relative Stärke des DAX sehen. Relative Stärke bedeutet allerdings auch, der DAX muss nicht zwingend steigen, er kann auch weniger stark fallen als die amerikanischen Indizes. Auch das ist relative Stärke. Das muss man sich einfach bewusst sein. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass die relative Stärke des DAX gegenüber dem S&P anhalten wird. In welcher Form? In Richtung positive Rendite sogar oder geringere Verluste? Angesichts eben dieser saisonal immer sehr schwierigen Phase von Mai bis September wäre ich da eher mal etwas vorsichtiger und bin auch auf deiner Seite, dass wir zumindest mal eine Korrektur eher im DAX sehen sollten. Dafür gibt es ein paar Argumente. Der DAX ist in kurzer Zeit sehr kräftig gestiegen. Ihr kennt es hier von Indexradar, unser Indikator Abstand des DAX zur 21-Tage-Linie lag zuletzt bei über 3%. Immer wenn wir in den vergangenen Monaten 3% gesehen haben, hatten wir einen Top. Das war hier im November gewesen. Das war hier sehr schön im Mai 2017 der Fall gewesen. Und auch hier haben wir meistens einen Hochpunkt gesehen. Also von daher kurzfristig eher mal ausgereizt, was das angeht, den Abstand zur 21-Tage-Linie. Das Gleiche haben wir auch zuletzt gesehen, Anzahl der Aktien über der 21-Tage-Linie. Auch hier eher mal der Hochpunkt. Ich darf darauf hinweisen, dass im DAX längst nicht alle Aktien mitziehen. Hier unten Anzahl der Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, im Augenblick bei rund 65%, liegt nach wie vor deutlich oder noch unter dem Niveau vom Rekordniveau, vom Rekordlevel, beziehungsweise hier von Anfang November, da waren es noch 80% gewesen. Also auch hier haben wir nach wie vor die Tendenz, immer weniger Aktien halten den Index oder führen den Index mit nach oben. Ja. Die Marktbreite nimmt also ein bisschen ab. Und abschließend noch, weil einfach sehr wenig auch gezeigt wird, der DAX-Kursindex. Ja, im Gegensatz eben zum DAX-Performance-Index hat der DAX-Kursindex so seine 200-Tage-Linie noch nicht nachhaltig überwunden. Ihr seht es hier, 200-Tage-Linie, da kämpft er noch rum, liegt nur gut 30 Punkte über der 200-Tage-Linie und hat auch hier diesen alten wichtigen Unterstützung jetzt im Widerstand, ist im Bereich der 6.100 auch noch nicht zurückerobert. Ja, also die Stärkesignale des international vergleichbaren DAX-Kursindex sind deutlich schwächer ausgeprägt, als wir die im DAX-Performance-Index sehen, der ja eben von dieser Dividenden,
Berücksichtigung profitiert hat. Das ist eigentlich der maßgebliche Index. Der hat sich davon noch nicht so richtig absetzen können. Zeigt also nach wie vor doch eher Schwächesignale. Und wenn ich das alles zusammenführe, dann würde ich mal sagen, ist dieses Niveau, was wir hier jetzt sehen, von 13.000 eher mal eins, das man auch zum Ausstieg nutzen sollte. Wir haben hier noch die 200-Tage-Linie so ein bisschen als eine mögliche Unterstützung. Ich zeichne hier mal die nächsten Haltenmarken ein. Also, da wäre zunächst einmal zu nennen, wie diese Region von rund 12.490, 12.500, das alte Ausbruchsniveau. Kann ich mir aber vorstellen, in einem schwachen Gesamtmarkt könnte das nicht mehr halten. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich im Spätsommer, so August, September bietet sich dafür an, spätestens hier unten diese Region testen werden von 11.700, 11.800 in einem wirklich negativen Umfeld. Und das entspräche dann so einer Durchschnittskorrektur, die wir seit 1988 im DAX immer gesehen haben, von rund 17 bis 18% ausgehend vom Jahreshoch. Dürfte der DAX durchaus auch nochmal die Region von 11.000, 11.100 ansteuern. Das wäre dann hier unten diese Zielzone. Und dann wäre durchaus wieder ein interessantes Einstiegsniveau gegeben. Abschließend Danke. nochmal, jo. Ja, genau. Ich grätsche da mal ein. Ich will das noch mal unterstützen. Und zwar, ich habe gerade mal gespickt bei unserer Partnerseite. Und zwar, ich habe mir mal angeguckt, der Abstand zur 60-Tage-Linie ist ja manchmal auch ganz interessant. Und zwar haben wir da das Phänomen TecDAX, MDAX, DAX in allen der drei Indizes das Verhältnis exakt 2 zu 1. Also 2 Drittel der Aktien liegen über oder sogar deutlich schon über ihre 60-Tage-Linie und nur noch 1 Drittel sind drunter. Wenn wir das mal angucken, so bei 11,8 waren wir bei einem Verhältnis, das war eher 20 zu 80 prozentual. Also lagen fast alle unterhalb ihrer 60-Tage-Linien. Im Grunde übersetzt das, was du schon gesagt hast, überkaufte oder überverkaufte Lage. Also es deutet sehr, sehr viel da auf der kurzen Sicht auf eine überkaufte Lage hin. Und wenn man dann mal auf die 200 Tage wechselt, da ist es etwas entspannter, aber auch da eher Tendenz dazu, dass immer mehr Aktien merklich von ihrer 200-Tage-Linie abweichen. Einziger Index, wo es etwas ausgeglichener ist, ist der SDAX. Und da vielleicht von mir noch eine kleine Randnotiz, ehe wir zum nächsten von deinen Punkten kommen. Ich hatte ja hier die BVB-Aktie erwähnt, vor 4 und vor 8 Wochen. Kurs um die 5 Euro. Jetzt sind wir bei 5,86. Champions League ist eingetütet seit dem Montag. Da kam nicht mehr allzu viel. Ich habe es auch bei uns auf der Seite schon geschrieben. Wer uns gefolgt ist mit dem entsprechenden Hebelpapier oder das umgesetzt hat, Gewinne mitnehmen und maximal die Hälfte noch drin lassen. Freut euch da. Ich glaube, es war ein 5er Hebel. Da ist ja ordentlich was rumgesprungen. Nee, Entschuldigung, 3er Hebel was ich vorgestellt hatte. Das sind ja dann schöne 50%. Also, die hat das geliefert und ist ein typisches Beispiel für Buy on Rumor, Sell on Fact. Am Montag war es dann eben Fact. Zurück zu dir, Franz Georg, du wolltest weiteres zeigen. Ja, genau. Nur noch kurz mal eben auch mit Blick auf den saisonalen Verlauf. Wir haben das hier einfach nochmal ausgewertet. Wie groß ist eigentlich die Gewinnchance, wenn man zum Beispiel Anfang Mai in den DAX immer eingestiegen ist und Ende September ihn verkauft hat? Seit 1988 gerechnet. Da haben wir nur eine Trefferquote von 50%. Also es ist mal gut gegangen, mal nicht so gut gegangen, aber ein durchschnittliches Ergebnis von -2%. Ne? Heißt also, das ist eigentlich in einem Markt, der ja wirklich langfristig betrachtet immer steigt, ein deutliches Zeichen schon mal, dass man diese Phase im Jahresverlauf eher mal etwas vorsichtiger sein sollte, wenn man mittelfristig ausgerichtet ist. Also, sagen wir mal, so 4, 5 Monate im Markt investiert sein will, dann ist es deutlich besser, wenn man erst Anfang Oktober wieder reingeht, beziehungsweise dann auch Ende April verkauft. Ich habe dann eine Trefferquote von 87%, also 50% zu knapp 90%. Durchschnittliches Renditeergebnis -2% zu 14% spricht doch eigentlich ganz klare Sprache, dass man jetzt in dieser saisonal schwierigen Phase eher mal vorsichtig sein sollte. Ihr seht auch hier eine schöne Auswertung nochmal über einen 6-Monats-Zeitraum gesehen. Ist Mai, Juni wirklich schlecht, sondern eher erst im Spätsommer nach einer Korrektur dann mal reingehen. Durchschnittsverlauf oder saisonaler Verlauf des DAX hier seit 1998 sieht man es auch gut. Ende April, Anfang Mai bildet der Markt häufig schon mal einen Hochpunkt aus. Das haben wir zuletzt auch gesehen. Ne? Der starke April hält sich sehr schön hier so an, dieses saisonalen Verlauf. Dann sollte man jetzt die Konsolidierungsbewegung sehen. Ich gehe davon aus, wir werden das Jahrestief wahrscheinlich irgendwann im August dann
haben, beziehungsweise im September, also einer dieser beiden Monate bietet sich dafür an. Und dann sind eigentlich sehr interessante Kaufkurse gekommen und die dürfen dann, das ist jetzt wirklich extrem schwierig, entweder in dieser Region hier liegen, wenn es halbwegs gut läuft, oder wenn wir eine größere Korrektur sehen, aufgrund zum Beispiel der Zinsmärkte, dann eher hier unten in dem Bereich um rund 11.000, könnte ich mir das dann vorstellen. Mehr dazu dann, wenn wir soweit sind und dann die Lage auch genauer beurteilen können. Aber ich denke mal, dass das jetzt hier absolut keine Kaufkurse sind, sondern Kurse, um sich aus dem Markt zu verabschieden. Hans-Georg, ich hab mal einen Spezialwunsch der Analyse, und zwar ein, wie ich finde, sehr, sehr interessanter Index, auf den ich noch gekommen wäre, und ein Zuhörer hat auch darauf aufmerksam gemacht. Nämlich, die Franzosen sind ja seit Macron sehr stark in ihrer Deregulierung begriffen. Macron stößt da auch auf ziemliche Widerstände. Allerdings mag das ja in der Regel der Finanzmarkt. Jetzt finde ich den CAC 40 super spannend, weil wir da zum einen auf der kurzen Sicht einen langgezogenen und sehr schönen Erholungsaufwärtstrend haben, aber auf der ganz langen Sicht, wenn man mal 5 oder sogar 10 Jahre bemüht, dann sehe ich da im Chart, dass der Index im Grunde seit 2016 zwischen 5.000 und 5.600 seitwärts läuft, so könnte man sagen. Sehr, sehr lang und sehr, sehr breit seitwärts. Klassischer Sägezahnmarkt, um mal wieder unseren alten Kollegen Heinz Imbacher von Börse Online zu zitieren. Was hältst du vom CAC? CAC ist in diesem Jahr eigentlich ganz gut reingekommen. Ich rufe euch hier mal eben, wo wir schon jetzt bei den Indizes sind, die auf. Wir sehen hier den DAX Kursindex minus 1,5% seit Jahresbeginn. Hat sich deutlich schlechter entwickelt als viele andere europäische Indizes. Eurostoxx zum Beispiel 1,5% im Plus. CAC, von dir angesprochen, knappe 4,8%. Entwickelte sich also schon mal wesentlich besser. Ist einer der Zugpferde und auch einer der Gründe, warum überhaupt der Eurostoxx 50 sich besser entwickelt hat, auch als der DAX. Ja, es gibt hier noch ein paar andere. Portugal, wo du gerade bist, der ist grüßen, 5,7%. Aber das war es dann auch schon. Kakaron, also wirklich eine relative Stärke. Worin liegt das begründet? Naja, man muss sich letztlich nur die Indexzusammensetzung mal anschauen. Im Unterschied zum DAX haben wir natürlich beim Kakaron die Tatsache, dass rund 11% der darin enthaltenen Aktien dem Öl- und Gassektor zuzurechnen sind. Ne? Also eine Total zum Beispiel ist hier zu nennen, die eine hohe Gewichtung haben, die natürlich von den steigenden Ölpreisen profitieren. Dann haben wir noch den Finanzsektor mit 15%, Konsumgüter, also ein bisschen defensiver noch ausgerichtet, 22%. Der CAC an sich hat längst nicht so eine stark zyklische Ausrichtung wie der DAX. Und im DAX sind ja zum Beispiel auch keine Unternehmen, die vom steigenden Ölpreis profitiert haben. Das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen CAC und dem DAX. CAC profitiert, jetzt mal grob formuliert, stärker von der Ölpreisrallye, ne, aufgrund der darin enthaltenen Aktien. Und deshalb stehen wir jetzt hier eben auch möglicherweise vor einem schönen Ausbruch im Bereich der 5.500, 5.800er Marke, der aber, ob der jetzt wirklich im ersten Anlauf auf gelingen wird, ja, ist schwierig, ne? Auch hier haben wir kurzfristig sicherlich eine leicht überhitzte Marktlage erst einmal vorliegen. Unterstützungen würde ich hier einzeichnen im Bereich der 4.900 bis 5.050er Marke. Das ist hier so diese erste Zone, zeichne ich auch mal eben ein. Das sind die jüngsten Tiefpunkte, relativ eindeutig eben auch ausgebildet. Und dann sollten wir jetzt die von mir beschriebene Korrektur dann auch noch mal beim DAX sehen, beim CAC sehen, wären hier sicherlich mal so eine interessante Nachkaufgelegenheit. Bei 5.280, 5.300er Marke ist ja auch noch mal eine Unterstützung. Hängt also jetzt sehr stark davon ab, sollte der Ölpreis weiter zulegen, der Finanzsektor nicht weiter Schwierigkeiten bereiten, dann haben wir hier insgesamt schon mal, beide Sektoren sind gewichtet mit 35%, dann wäre das für den CAC eine gute Unterstützung, dass er hier oben im Bereich von rund 5.700, 5.800 vorstoßen könnte. Ich muss mal eben schauen, ob ich hier noch einen längeren Chart habe, um hier noch einen guten Überblick zu bekommen. Genau, damit man das auch mal sieht, ist das Ganze gleichmäßig angestiegen. Wo gibt es dann noch Barrieren? Also da können wir hier zurückschauen. 2007 zum Beispiel, ja, wie von mir eben gesagt, 5.700, 5.800, da wird es dann langsam wieder etwas dünner. Aber wer hier im kurzfristigen Trading-Bereich unterwegs ist und findet hier im Augenblick ein schönes Ausbruchsszenario vor, danke für den Hinweis. Wie gesagt, ein neues Hoch ausgebildet. Genau das gegenteilige Entwicklung übrigens zum Dow Jones, ne, hatte ich gerade eben ja gezeigt. Hier haben wir doch die Tendenz zu einer Serie steigender Hochpunkte. Ja, und das gibt im Zuge eines insgesamt steigenden Gesamtmarktes, ist das sehr positiv zu sehen,
Also Zielbereich Kakao 5700, 5800 würde ich mal spielen und damit eben hier über CFDs sehr schön dann auch zu handeln. Jetzt komme ich mal zu dem, was du ja quasi so schön eingeleitet hast schon, Franz-Georg, nämlich zum Ölpreis. Also zum einen sind wir ja seit dem Tief im Spätfrühjahr 2017 um knapp 60% in US-Dollar gelaufen beim Brent Oil. Also eine massive Aufwärtsbewegung. Jetzt könnte man sagen, wenn man den Chart sich anguckt ab 2013, 2014, oh prima, wir sind da über über das Niveau 65 bis 70 Dollar rausgelaufen. Jetzt könnten wir eigentlich die Lücke schließen, die Richtung 100 Dollar führt. Allerdings, wenn ich mal richtig lang ziehe den Chart, auch bei Yondo, da rührt ja aus dem Jahr 2009, 2010 noch eine Widerstandszone her, auf die wir jetzt genau zulaufen, nämlich so bei knappen 80 Dollar sehe ich da einen Bereich. Spielt das für dich in der Analyse eine Rolle oder ist das zu weit weg? Mich würde sehr interessieren, wie du den Ölpreis siehst, auch vielleicht aus der Rubrik kurzfristig überkauft oder nicht. Gute Frage, guter Punkt, weil eben der Ölpreis ja sehr wichtig ist, wiederum für die Inflationsentwicklung. Und wenn der Ölpreis weiter steigt, springen die Inflationsraten an und damit eben die Zinsen. Und damit machen wir die ganze Sache letztlich rund. Ölpreis hat sich stärker entwickelt, als ich erwartet habe, muss ich ganz offen zugeben. Hätte nicht gedacht, dass wir hier so einen scharfen Anstieg sehen. Und der steigt eben auch noch weiter. 78, ja, die 80er-Marke dürften wir wohl in den nächsten Tagen dann auch anlaufen. Wir kommen hier allerdings jetzt in Niveaus rein, die langsam etwas kritisch werden. Ich greife dazu mal eben nochmal hier auf einen anderen Chart zurück, den ich hier gerade schon noch vorbereitet habe. Abstand des Ölpreises zur 200-Tage-Linie, oder letztlich 40-Wochen-Durchschnitt, das seht ihr hier unten die Entwicklung. 26% sind wir da jetzt schon angekommen. Das ist, wenn man sich einfach mal die vergangenen, ja, man kann schon sagen, Jahrzehnte betrachtet, durchaus mal ein erhöhtes Niveau gewesen. Von dem aus mal zumindest mal eine Konsolidierung einsetzt. Also zum Beispiel 2004 griff das ganz gut. Auch hier hatten wir dann 2008 eine Konsolidierungsbewegung gehabt, nach diesem scharfen Einbruch vorher im Jahr 2009. Und auch zum Beispiel hier im Januar 2018, da waren wir sogar knapp 30% über 200-Tage-Linie. Ihr seht es, danach kam es zu einem Rücksetzer. Also so wirklich viel traue ich dem Ölpreis jetzt nicht mehr zu. Also im Bereich der 80er-Marke kann ich mir durchaus vorstellen, wird es langsam schwierig, weil einfach dann, ich sag mal, die Marktgesetze greifen. Und Marktgesetze, damit meine ich, dass er in relativ kurzer Zeit extrem schnell gestiegen ist und der Abstand hier zur 200-Tage-Linie, also hier der 40-Wochen-Durchschnitt, das ist das Pendant mit 26%, einfach sehr hoch ist. Das sagt die Markttechnik und die Charttechnik, wenn die dazukommt, dann haben wir hier eben auch noch diese Barriere im Bereich von 80 bis 85 Dollar je Barrel, die kommt auch noch dazu. Deshalb ist das für mich so ein Niveau, wo ich erstmal sage, da sollte es zu einer Konsolidierung kommen, einer Kurskorrektur kommen. Das ist aber alles unter Vorbehalt zu sehen, denn natürlich, wovon profitierte der Ölpreis letztlich? Naja, von der Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. Ja. Und sollte es da weiter kriseln in Syrien, im Irak, was auch immer, im Iran, was dazu kommt, natürlich kann der Ölpreis dann auf 100 Dollar je Barrel springen, ist doch gar keine Frage. Je nachdem, wie sich die geopolitische Lage da dann entwickeln wird. Also das möchte ich nicht ausschließen. Aber behalten wir zumindest oder gehen wir davon aus, dass das nicht weiter eskaliert, sondern so vor sich hin köchelt und ein bisschen sich jetzt auch beruhigt, dann kann ich mir vorstellen, dass wir bei 80 Dollar langsam mal oben angekommen sind und wieder eine Art Etappe sehen. Spitzt es sich zu, sehen wir auch dreistellige Kurse. Ja, prima. Vielen Dank, Franz-Georg. Dann haben wir jetzt noch 2 Minuten, 2, 3 Minuten für Fragen. Ich schaue mal rein. Oh, wir haben eine sehr spezielle zu General Electric. Die nehmen wir, glaube ich, lieber Paul, beim nächsten Mal. Da sollten wir uns doch ein wenig vorher wenigstens mit der Aktie auseinandersetzen. Das ist jetzt nicht bei uns auf dem Radar jeden Tag, aber eine ist auf dem Radar, Franz-Georg. Und zwar, da rappelt es gerade so richtig. Der Bruder geht. Der Entwickler geht, keine Ahnung, wer noch alles geht. Die Mitarbeiter werden eh extrem mies behandelt. Die Rede ist von dem, na, vielleicht größten Blöfferkonzern der Welt, nämlich Tesla. Da wird es charttechnisch langsam ein bisschen ungemütlich, denke ich. Nicht wahr? Heißt das Rounding Top bei dir? Ich glaube, da deutet sich zumindest sowas an, oder?
Ja, hatten wir immer schon eigentlich auch auf der Shortliste drauf und ich lasse die auch weiter drauf, die jüngsten Meldungen, übrigens auch aus der Schweiz. Und da gab es ja dann auch diese unschöne Entwicklung, wo ein Auto ausgebrannt ist. Jetzt eben dann noch mit dem Entwicklung im Personalbereich. Das spiegelt sich ja alles sehr schön in der Aktie wieder. Ja, Ausbruchsniveau, was wir gesehen haben, über die 280er Marke. Einmal drunter getaucht, ne? Hier nochmal nach oben gekommen, aber dann bei 300 ging hier wieder die Luft raus. Übrigens guckt euch auch mal die Tesla-Anleihe an, ist inzwischen auf einem Niveau, was viele Krisenländer schon noch haben von der Verzinsung her. Also geht es auch da runter. Und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ziehen sich immer mehr Investoren zurück, weil sie einfach nicht mehr glauben, dass Elon Musk das Ruder rumreißen wird. Egal, was er jetzt noch sagen wird. Das wird einfach nicht mehr Realität werden. Er hat sich verzettelt, er hat zu hohe Erwartungen auch geschürt und dafür bekommt er jetzt die Quittung. 280 habe ich immer gesagt, darunter darf die Aktie nicht mehr fallen. Sie ist auf einem guten Weg. 285 ist für mich weiterhin ein klarer Short-Kandidat. Wenn ich mir den Chart einfach so anschaue, sollte hier wirklich keine große Überraschung mehr kommen und davon gehe ich einfach nicht mehr aus, lautet das nächste Kursziel auf jeden Fall im Bereich von 240, kann ich mir vorstellen. Das ist das jüngste Tief hier gewesen. Das sollte angelaufen werden. Gerade eben, wenn sich in den USA die Lage weiter zuspitzt mit der Zinssituation, dann leiden nämlich die Unternehmen verstärkt, die hochverschuldet sind. Und das wird dann auch nochmal für Tesla ein weiteres Problem werden. Und gerade wenn man sich nochmal refinanzieren möchte, äußerst ungünstiger Zeitpunkt. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir bei der Tesla in den Sommermonaten über Kursniveaus von 180 reden werden. Ja, und das sind, denke ich mal, noch ganz positive Szenarien, denn wenn dieses ganze Konstrukt, ja, ich will jetzt nicht sagen, in die Luft fliegen sollte, aber ja, er mit der Model 3-Produktion nicht mehr weiterkommt, er keine Refinanzierung so richtig auf die Reihe bekommt zu guten Konditionen, dann kann die Aktie hier auch durchaus weiter nach unten durchgereicht werden. Aber vorerst im kurz- bis mittelfristigen Bereich 240 und darunter dann 180 für mich nach wie vor eine der besten Short-Gelegenheiten aus charttechnischer und fundamentaler Sicht am amerikanischen Aktienmarkt. Prima, dann sage ich vielen Dank, Franz-Georg, und ich schließe mit dem Hinweis auf zwei Aktien, die wir heute nicht geschafft haben, die wir das nächste Mal machen, die aber womöglich nächstes Mal ja auch beispielgebend sein könnten, falls der DAX wirklich etwas tiefer notiert dann oder falls es sich dreht, denn Deutsche Bank und Commerzbank, es wäre nicht das erste Mal, dass Bankaktien Vorläufer sind und die waren ja heute auffällig schwach, wie übrigens alle anderen europäischen Banken auch, und ich bin mal gespannt. Damit schließe ich für heute, wann der Markt diese ganzen Risiken verarbeitet und wann es dann wieder heißt, Kurse machen Nachrichten, denn dann werden diese Nachrichten und die Gründe, die wir am Anfang des Webinars aufgeführt haben, womöglich auftauchen. Insofern vielen Dank, Kurt, vielen Dank, Gabriele, für das Feedback schon und auch alle anderen, die geschrieben haben. Ich sage ciao und wir hören uns nächste Woche Mittwoch an derselben Stelle und ihr lest uns auf feingoldresearch.com bei Bitcoin Krypto und natürlich die Webinare guckt ihr euch bei Aiondo an, www.aiondo.de und dann unter der Kategorie Wissen. Da gibt es dann auch die Aufzeichnung wie immer. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.